Wir haben jetzt leider nur noch 20 Minuten und können auch nicht mal 10 Minuten überziehen, weil wir ganz nette Nachbarschaft haben, die sich schon beschwert hat. Ich möchte jetzt noch eine Lehrerin hochholen, die kommt von Dortmund mit runtergefahren und hat gesagt, ich würde gerne ein paar Töne sagen. Höchstens 10 Minuten, sonst kriege ich einen Kopf kürzer. Begrüß Sie ganz herzlich. Danke dir. Danke, Patricia. Ja, das ist ein tolles Spielpult, aber wünschte ich mir so manchmal damals, als ich im Schuldienst war, vielleicht auch noch. Aber ich brauche Platz. Wir brauchen alle ein bisschen Freiheit, ne? Ein bisschen Platz zum Atmen. Ist das schön. Hallo Miltenberg! Ja, Patricia hat es gerade schon gesagt, ich bin systemrelevant. Und das in zwei Arten, also jetzt gerade schon die Lehrerin und ich habe noch so einen anderen Beruf, der nicht so gern gesehen ist in unserer Gesellschaft, aber dringend notwendig ist. Ich bin Pädagogin. Ich weiß nicht, gibt es hier noch andere Systemrelevante unter uns? Sind noch welche da? Ah, da sehe ich ein paar Hände. Okay, ich weiß gar nicht, wie es euch ergangen ist in den letzten Wochen und Monaten, als so vor 5 Monaten unsere Politiker entschieden haben, wer systemrelevant ist. Also systemrelevant ist ja spannend, ne? Du bist wichtig zur Aufrechterhaltung eines Systems. Jo. Die gerade aufgezeigt haben, habt ihr euch wie VIPs gefühlt in den letzten Wochen und Monaten? Ha? Ich nicht. Vielleicht einmal, als ich 3 Packungen Klopapier kaufen durfte. Wow, wow. Aber davon mal abgesehen, gibt es da echt ein Thema, glaube ich, weil jetzt wird das Lehrertum angesprochen und ich bin zwar nicht mehr im aktiven Schuldienst, da bin ich jetzt froh drum, ganz ehrlich, ich hätte nämlich ein Riesenproblem damit, diese Maßnahmen durchzuziehen mit den Kindern und für die Kinder. Ja, und ich dürfte gar nicht hier stehen und reden. Das ist ja noch ein größeres Problem, aber vielleicht auf einer anderen Demo. Ich möchte hier einen Appell mal an alle Lehrer richten, an alle, die in Bildungsinstitutionen gerade noch arbeiten. Erinnert euch doch bitte mal daran, warum seid ihr Lehrer geworden? Warum seid ihr Lehrer geworden? Wegen der super guten Pension? Vielleicht wegen der Beihilfe? Vielleicht auch wegen den Arbeitszeiten? Ja, momentan, ich weiß nicht, in den letzten Wochen, ne? Durchwachsene Ergebnisse, würde ich mal sagen, bei der Arbeitsablieferung, zumindest am Niederrhein, wo ich herkomme. Aber ich bin Lehrerin geworden, weil ich den Kindern und Jugendlichen in diesem sehr, sehr wichtigen Lebensabschnitt alle Fähigkeiten, alle Fertigkeiten und alle Möglichkeiten an die Hand geben wollte, damit sie zu selbstständigen, mündigen Mitmenschen unserer Gesellschaft werden. Und nicht damit irgendwelche Witze über Aluhüt tragende Collagen oder so entstellt werden. Also es gab ja schon die wildesten Sachen. Und ich weiß nicht, politische Meinung, gehört das in Bildungssysteme? Ich sage nein. Unsere Kinder haben das Recht und die Freiheit, sich eigene Meinungen zu bilden. Und das sehe ich auch. Ich bin Pädagogin seit einigen Jahren dann und ich habe auch keinen Applaus gekriegt, also jetzt von euch hier gerade, aber nicht vom Balkon und auch nicht meine Kolleginnen und Kollegen, die so in der Jugendhilfe arbeiten oder in Behinderteneinrichtungen. Die konnten nämlich nicht einfach die Schule schließen. Die halten seit Wochen und Monaten die Stange für all die Menschen, die von der Gesellschaft nicht gerne gesehen werden. Also bitte mal Miltenberg, einen Riesenapplaus für all diese Pädagogen. Ja, und wir sind systemrelevant. Ich habe da hinten was auf meinem T-Shirt stehen. Vielleicht kann das der eine oder andere lesen. Jeder Mensch ist systemrelevant.
Jeder von euch ist systemrelevant und lasst euch nichts anderes einreden. Wir sind systemrelevant, weil wir zur Aufrechterhaltung dieses Systems beitragen. Spezielle Berufsgruppen zumindest. Ich weiß nicht, wie es hier bei euch ist. Bei uns gab es jetzt die letzten Tage eine Hiobsbotschaft, die da nämlich hieß, es werden Pädagogen gesucht, Stellen werden ausgeschrieben für Pädagogen, die Quarantänemaßnahmen mit Kindern durchführen. Das ist schön, immer wieder so diese Reaktion zu kriegen, denn es ist doch unglaublich, oder? Eltern, die nicht glaubhaft nachweisen oder versichern können, dass sie die Quarantänemaßnahme ihres Kindes durchführen können, werden, und das finde ich, muss man halt auch mal so deutlich sagen, Teile ihrer elterlichen Sorge beraubt. Die Kinder werden dann außerhäusig in Quarantäne untergebracht. Ist das, also ich habe never gedacht, dass ich sowas lesen muss. Und deswegen, meine Lieben, möchte ich hier gerne einen Appell starten und diese Bühne dafür nutzen. Ich wünsche mir, dass sich hier in Deutschland kein einziger Pädagoge findet, der dieses System unterstützt in dem Bereich. Ja, und dann würde vielleicht dann nochmal drüber nachgedacht werden, oder nicht? Ich meine, wenn keiner mitmacht, oder? Also unser System, mir geht es seit Wochen so, dass ich das Gefühl habe, dass unser System auf Notstrom läuft. Und bei manchen sicherlich auch nur noch die Notbeleuchtung da oben an ist. Kommt doch nicht mehr richtig klar an. Wir haben hier ganz tolle Redner gehört und ganz tolle Beiträge. Und es wurde immer wieder klar, wir müssen uns öffnen. Und als Systemikerin ist es mir total klar. Ich bin noch nie zum Uhrmacher gegangen, habe dem meine Uhr gegeben zum Reparieren und habe hinterher so ein Säckchen mit Schraubenschrott abgeholt und Zahnrädchen. Und er sagt, es sind noch 3 Zahnräder drin, 2-mal am Tag zeigt sie die richtige Zeit an, das reicht. Der Rest ist nicht wichtig fürs System. Und deswegen bin ich dankbar der Patricia, dass ich das hier noch sagen durfte heute, trotz der knappen Zeit, dass eben jeder von uns wichtig genau in diesem Punkto ist. Denn die Meinungsfreiheit, die hier abgeschafft wurde, gegen Einheitsbrei und Schwarz-Weiß-Denken und viele von uns hier nicht mehr. Aber es gibt noch ganz, ganz viele andere, die vielleicht denken, was kann ich denn ausrichten? Ich bin so ein Mini-Zahnrädchen. Was kann ich denn machen? Und all denjenigen möchte ich Folgendes sagen. Ihr kennt das. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Stell dir vor, es ist Corona und du hast keine Angst. Ich habe auch noch einen. Stellt euch, es ist Tag 16 nach Berlin und keiner ist erkrankt. Super, Micha, vielen Dank nochmal für den Hinweis. Auch wichtig, ne? Genau. Aber jetzt, ich habe auch noch einen, Allerheins Erhard. Stell dir vor, du bist Teil einer Gesellschaft und machst einfach nie mit. Und dann frage ich euch, meine Lieben, wie viel Krieg, wie viel Corona und wie viel Gesellschaft bleibt dann noch übrig? Gar nichts. Weil wir nicht mitmachen, zumindest nicht so, wie wir vielleicht sollten oder wer auch immer das von uns erwartet. Und zum Schluss, die Patricia strampelt hier schon, habe ich so das Gefühl, ich komme jetzt zum Ende. Zum Schluss möchte ich dich, ganz speziell dich, du, jeder Einzelne ist wichtig. Du bist systemrelevant. Ohne dich gäbe es keine Demokratie, denn Demokratie will gelebt werden. Und manchmal genauso wie heute hier in Miltenberg auf der Straße. Und ohne dich gäbe es diese Gesellschaft nicht. Und ohne dich gäbe es diesen wundervollen Moment nicht. Denke mal dran, erlebe dein Leben. Ich danke euch. Vielen Dank, du darfst auch gerne noch mal wiederkommen, dann hast du natürlich mehr Zeit.
Welt.